90% der Kanäle, denen ich folge auf YouTube, sind einfach Study-Kanäle. Und auch wenn ich deren Content gucke, habe ich oft das Gefühl, ich improve mich in der Schule trotzdem nicht. Und das ist aber nicht deren Schuld, das ist einfach meine Schuld. Denn die Sache ist so, viele Dinge oder die meisten Dinge wissen wir schon. Ich könnte anderen Leuten so gute Tipps geben, wenn sie in meiner Situation wären. Aber ich selbst bin überfordert mit der Situation. Und deswegen frage ich mich selbst immer oft, was würde ich gerade einem Freund empfehlen? Was würde ich gerade einer Freundin empfehlen? Okay, das Hemd ist viel zu warm. Ich habe ein paar Lieblings-Study-YouTuber, ein paar Leute, die so meine Vorbilder sind, die ich mag. Und ich frage mich dann immer so, was würde die Person gerade machen? Denn ich weiß es. Ich weiß, was die Person machen würde. Natürlich weiß ich das. Ich habe sozusagen schon die Hacks für meinen Success, für meinen Erfolg. Aber das Anwenden ist halt so schwer. Keine externe Sache wird dich besser oder produktiver machen, wenn du nicht mitmachst. Ich habe es auch schon so oft probiert, neue Systeme zu entwickeln und dann dachte ich mir immer, das wird mir jetzt helfen. Ob ich jetzt ein Google Docs neues Dokument mache, wo ich mein Leben besser plane, ob ich jetzt Notion runterlade, ob ich jetzt, was weiß ich, noch meine andere Lernmethode probiere, das kann alles helfen und es hilft dir wahrscheinlich auch. Aber das allein wird dich nicht weiterbringen, wenn du nicht in dir drin so eine intrinsische Motivation hast und den Willen hast und wirklich das auch durchziehst und die Consistency aufbringst dafür. Wieder meine stumme Lampe. Ich weiß, ich muss die irgendwann mal austauschen. Ich benutze auch Study-Videos und That Girl-TikTok-Videos, um mich zu motivieren und gucke das zum Beispiel an, während ich was Produktives mache, also während ich aufräume oder so. Das zu nutzen, um sich zu motivieren, ist okay, aber besser ist es, wirklich eine Motivation von innen zu haben und selbst diesen großen Willen, dieses große Verlangen zu haben, dich zu verbessern und besser zu werden eben. Und wie man das genau machen kann, dazu kann ich gerne noch mal ein extra Video machen, wo ich Tipps gebe, wie man seine eigene Motivation findet. Aber wichtig ist erstmal zu wissen, dass das alles eine externe Motivation ist. Und wenn man sich darauf verlässt, ist seine Produktivität immer abhängig von einer Sache. Und das ist nicht gut. Aber natürlich ist es immer noch besser, als gar nicht sich motivieren zu können. Ich persönlich lese sehr gerne und sehr viel. Habe jetzt diese drei Bücher gelesen in der letzten Woche. Wait. Ich move euch mal kurz so, dass man mich besser sieht. Perfekt. Und zwar waren das zwei hier Romane. Ich lese ja eigentlich sehr selten Romane und Geschichten. Aber also das ist eine Autobiografie von einer Koreanerin. Sie hat sich selbst Halbkoreanerin genannt, aber ja doch, sie ist halbkoreanisch. Doch, ihr Vater ist aus Amerika und ihre Mutter ist aus Korea. Und damit konnte ich halt voll relaten, denn mein Vater ist aus Deutschland, meine Mutter ist aus Korea. Ich mache mir da mal so Notizen ran, was ich halt wichtig finde, was ich relatable fand, was ich gerne auch mal angucken möchte. Genauso wie in diesem Buch hier. Falls ihr ein spezielles Video haben wollt von meiner Leseroutine und wie ich Notizen mache und wie ich mir Dinge merke oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe das auch schon mal ein Video gemacht, aber ich kann auch mal eine geupdatete Version machen, weil sich ein bisschen was verändert hat. Das war halt auch ein Roman. Ich habe dazu auch eine Review auf Goodreads geschrieben, wie ich das Buch fand. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wenn ich Bücher lese, die Self-Help oder halt eben so Sachbücher sind, die Tipps geben, wie zum Beispiel hier. Das ist von Anjali Jade, vielleicht kennt ihr den YouTube-Kanal. Da sind extrem viele Tipps drin gewesen. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Ich hatte ein Notizfeld. Ne, wie nennt man das? Eine Notiz, also halt bei den Apple-Notizen einfach eine Notiz. Und da habe ich alles aufgeschrieben, chronologisch, was die Methode, was die Tipps sind und wie ich es auf mein eigenes Leben anwenden kann. Dann ist so ein bisschen mein eigenes Versprechen, dass ich diese Dinge sofort anwende in meiner nächsten Study-Session. Weil das waren hier eben Tipps, wie man besser lernen kann. Und ich habe dann das eben genau in meiner nächsten Study-Session angewendet. Und das ist auch voll wichtig. Beispielsweise, ihr könnt es eben ausprobieren, geht jetzt mal auf irgendein Video von mir, weil ich habe jetzt sehr viele Videos, wo ich Tipps gebe. Ich kann euch dann mal ein paar bestimmte verlinken in der Kommentarbox oder in der Infobox. Und eure Aufgabe ist jetzt, guckt euch das mal an und versucht dazu Notizen zu machen und euch es kann auch nur eine sein, eine Sache rauszusuchen, die ihr heute anwendet. Das Wichtige ist einfach, in Bewegung zu kommen und damit anzufangen. Falls ihr noch irgendwie Hilfe braucht, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich antworte eigentlich auf fast jeden Kommentar, beziehungsweise ich lese eigentlich jeden Kommentar. Und falls ihr eine bestimmte wichtige Frage habt, schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht helfen euch andere, vielleicht helfe ich euch. Auf jeden Fall liest es jemand und wir können uns gegenseitig unterstützen. Guckt doch ja mal TikTok vorbei, wo ich jeden Tag mehrere Videos poste mit Tipps oder auch einfach mit lustigen Dingen, die mir passiert sind. Ich bin einfach letzte Woche ein Rennen mitgelaufen. Und ich bin sehr unsportlich, wie sehr. Ich mache fast nie Sport und ich habe dieses Rennen einfach gewonnen. Davor habe ich einen TikTok gemacht, das ist richtig witzig. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, heute eine Sache zu machen, die ihr in meinem YouTube-Video findet oder die ihr in dem Buch gefunden habt. Macht heute eine Sache, kommt in die Bewegung. Der Anfang ist immer das Schwierigste, aber der Anfang, der Start ist dann schon die halbe Aufgabe. Perfekt, Leute. Ich glaube an euch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder am Donnerstag. Bis dann. Tschüss.